Hitradio FFH. Achtung, Alexa. Die Firma Wintergard, dieser Autoglas, guten Tag. Hier ist Daniel Fischer, guten Tag. Bin ich da beim Autoglaser? Ja. Wahnsinn. Ich habe Sie mit meiner Alexa angerufen und es funktioniert ja echt wunderbar, ne? Ne, ist doch schön. Es geht um Folgendes. Ich habe einen Steinschlag. Wo ist denn der? Fahrer-Beifahrerseite? Beifahrerseite. Oh nee, jetzt klingelt's. Ja. Darf ich nochmal schnell aufmachen? Kein Problem. Ich beeil mich, ja? Ja. Hallo, hier spricht Alexa. Mhm. Du hast soeben eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Soll ich sie vorlesen? Mach mal. Hallo Daniel, jetzt fragst du schon so lange nach einem Date. Sollen wir uns am Wochenende endlich mal treffen? Ja, aber natürlich. Soll ich direkt antworten? Nein. Ich antworte mit Nein. Nein. Conny schreibt, schade, dann habe ich dein Interesse falsch gedeutet. Das ist nicht gut. Man könnte auch sagen, das ist schlecht. Ja. Ich habe ja verstanden. Auf willst du mich verarschen, schreibe ich ja. Nein. Conny schreibt, dann leg dich gehackt, du Spacko, und sprich mich nie wieder an. Ich hab das doch gar nicht geschickt. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Lieber mal aus Persönlichem raushalten, Alexa. So, da bin ich wieder. Mhm. Haben Sie gerade mit meiner Alexa gesprochen? Sie hat mir ihr Date von der Conny vorgelesen. Wie? Sie haben eine WhatsApp-Nachricht gekriegt. Und Sie haben da einfach reingehört? Nee, sie hat sie ja vorne alleine vorgelesen. Um was ging's? Sie wollte mit Ihnen, glaube ich, essen gehen. Was? Ja. Und Sie haben ihr auch schon geantwortet? Alexa hat geantwortet. Ich bin da außen vor. Jetzt lese ich das gerade. Das kann ich vergessen. Die geht nie mehr mit mir aus jetzt. Sie richten das schon wieder. Was mache ich nun? Tja, wenn ich das jetzt wüsste. Ich hab's verkackt. Da rufen Sie die gute Conny doch mal an. Ja, oder ich bitte Sie um Verzeihung übers Radio, ne? Ja. Und da sind Sie nämlich auch gerade. Nee. Doch. Hier ist das Radio FFH. Viel Erfolg noch bei Conny. Kann ich brauchen. Achtung Alexa. Jeden Morgen neu in der FFH Morning Show mit Daniel und Julia.